Hallo, liebe Freunde und gefallenen Engel. Schön, euch alle hier zu sehen. Ihr seht, die letzten Ostwahlen sind vorbei in Brandenburg, zumindest vorerst. Man kann es auch ganz deutlich am Spritpreis sehen. Der geht nämlich wieder steil nach oben. Das erste positive Resümee daraus: Die Grünen sind in Brandenburg auch im Landtag nicht mehr vertreten. Und wer natürlich nicht mitregiert, kann natürlich auch keinen Blödsinn verursachen. Und auch nicht mit seinen gefährlichen und vertretenen Ideologien die Bevölkerung tyrannisieren oder vorsätzlich schaden. Dass die SPD mit ihrem Pyrrhos-Sieg sich als überlegener Wahlsieger fühlt, ist wieder selbstredend für die Arroganz und die Realitätsverleugnung dieser Partei. Es ist mit 1,7% nur ein hauchdünner Vorsprung. Und wie es bei dieser Art von Siegen halt so ist, der Sieger geht fast genauso geschwächt wie ein Besiegter hervor und kann auf diesen Sieg eigentlich faktisch nichts aufbauen. Und genauso wird es vermutlich auch bei der SPD werden. Soll sich Olaf Scholz nur freuen, es ändert nichts an seiner grottenschlechten Politik von dieser Partei und diesen Menschen in der SPD. Ein also sehr teuer erkaufter Sieg. Und dadurch, dass man die SPD auf den Wahlthron gehievt hat, sind natürlich einige andere der Kartellparteien auf der Strecke geblieben. Die FDP braucht sich gar nicht beschweren. Die waren, glaube ich, ein einziges Mal im Landtag in Brandenburg vertreten. Sonst haben die es nie geschafft da rein. Und die anderen haben halt Pech gehabt. Sorge bereitet mir vielmehr der heute stattfindende Autogipfel mit Herrn Habeck oder unter der Leitung von Herrn Habeck. Was soll da rauskommen, wenn sich ein Politiker sich um Probleme kümmert, die ohne ihn und seine Partei überhaupt nicht existieren würden? Faktisch nichts Gutes. VW, mittlerweile typisch für die deutsche Wirtschaft, politisch verfilzt, abhängig von China und total stark überschuldet. Was soll da rauskommen bei? An der Autoindustrie hängt natürlich unsere komplette Wirtschaft. Und das in den Händen dieser Dilettanten, da kann ich nur sagen, gute Nacht, Marie. Die schaffen es noch, dass Deutschland ein Industriedenkmal wird. Ja. Und wie verrannt und fehlgeleitet diese Verhandlungen wieder einmal sind, sieht man auch im Vorfeld an den bescheuerten Forderungen der IG Metall nach einer E-Auto-Prämie. Diese links-grün versifften Mitläufer haben es immer noch nicht verstanden, dass diese Technologie unter dem jetzigen Standpunkt nicht vertretbar ist. Es sind nicht die richtigen Voraussetzungen dafür geschaffen und ist auch momentan nicht umsetzbar. Sie schadet der Umwelt mehr, als sie nutzt. Die Infrastruktur ist dafür bei Weitem noch nicht ausgebaut. Und die Akzeptanz der Bevölkerung fehlt natürlich total. Es ist einfach moralisch und ethisch auch nicht vertretbar, dass in anderen Regionen dieser Welt die Umwelt und die Lebensgrundlage der Menschen zerstört werden, nur damit unsere Yuppies vermeintlich CO2-neutral in ihren Teslas sitzen und fahren können. Dass der Strom aus Kohlekraftwerken größtenteils kommt, interessiert diese verlogene Bande sowieso nicht. Einfach nur ekelhaft. Und bei uns in Thüringen, Regierungsbildung, absolute Stille. In Hinterzimmern wird schwer verhandelt. Auch dort ist zu vermuten, dass nicht viel Gescheites bei rauskommt. Unsäglich finde ich das. Das hat mit Demokratie gar nichts zu tun.
Vermutlich hatte man im Vorfeld Angst, dass die Thüringer Turbulenzen bis nach Brandenburg schwappen. Wir dürfen weiterhin gespannt sein. Und ich bin auch schon sehr gespannt, wie lange die sogenannten Brandmauern halten werden. Nicht nur in Thüringen, sondern deutschlandweit. Die Berichterstattung der Wogenmedien treibt immer buntere Blüten. Jetzt ist das Wetter schuld an den vielen Schlaganfällen in der letzten Zeit. Natürlich liegt es daran. Es liegt an allen, nur nicht an dem Gift, was den Menschen injiziert wurde. Menschenverdummung vom Feinsten. Und nicht nur in diesem Bereich, auch in allen anderen. Doch leider haben wir in diesem Land immer noch zu viele Tagesschaugläubige, die diesen ganzen Mist noch für bare Münze nehmen. Natürlich ist derweilen die Politik wie meistens mit sich selbst beschäftigt. Was anderes bekommen sie nicht mehr auf die Reihe. Es geht mit unserem Land weiterhin stark bergab. Die Wirtschaft ist in der absoluten Krise angekommen. Der große Jobabbau ist im vollen Gange. Die Gewalt durch Migranten geht unvermindert weiter, wie wir letzte Woche erst wieder erleben durften im Thüringer Egerpark. Immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund beziehen Sozialleistungen vom deutschen Staat. Ich bin faszinierend, was da alles so möglich ist. Der dumme deutsche Rentner geht Flaschen sammeln. Ja. Nichts funktioniert mehr richtig. Kurzum, kein Problem wird mehr richtig angegangen, geschweige denn gelöst. Aus diesem Grund kann auch nur wie jede Woche unsere Forderung sein, der sofortige Rücktritt dieser Regierung und die Aufarbeitung ihrer Verbrechen inklusive aller Konsequenzen. Vielen Dank, bleibt achtsam und wachsam. Ich wünsche euch eine angenehme Restwoche. Dankeschön.